Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Tafelrunde hier in ORF 3 in der Corona-Ausgabe. In diesen schwierigen Zeiten kommen wir wöchentlich zu Ihnen, um ein bisschen Humor und Satire nach Hause zu liefern. Ich weiß, es geht eh noch ganz gut, wir sind in Woche 2 der Isolation, aber ich sage Ihnen, in Woche 3 und 4 werden Sie jubeln, wenn wir versuchen, irgendwas Humoristisches noch auf der Welt zu entdecken. Wir haben uns wieder hier zurückgezogen in die Weinberge über Wien, weil wir ja nicht zu unseren Freunden nach Langenlois kommen. Wir könnten zwar sagen, es ist eine lebensnotwendige Fahrt, aber da würde die Polizei wahrscheinlich eher Granada spülen mit uns und nicht I am from Austria. Ansonsten ist hier ganz gut, weil natürlich nichts los. Wir halten auch Sicherheitsabstand voneinander, also kleines Team, mindestens 2,5 Meter. Was hilft, dass wir uns ohnehin nicht mögen? Nein, wir mögen uns, aber man muss dazu sagen, in den Zeiten der Isolation ist natürlich der Spaziergang, so diese halbe Stunde vielleicht an der frischen Luft, ohne Familie, für viele das, was früher das Haus mit Pool war. Ein großer Gewinn, auch für uns, die Gäste, die heute da sind. Ich habe ja symbolisch einen Stuhl hier drapiert, auf dem Sie Platz nehmen werden. Dabei sitzen Sie zu Hause. Mit dabei heute Thomas Maurer, die Comedy-Hirten, Lydia Brenner-Kaspar, die Gebrüder Moppet und Severin Gröbner. Ja, ich höre Sie applaudieren zu Hause. Gell? Ich höre Sie und zu Recht applaudieren Sie für die Gäste, die heute da sind. Das ist ja auch etwas, was entstanden ist in dieser Corona-Krise. Das Applaudieren um 18 Uhr aus dem Fenster, danach das Musizieren. Und das ist schon schön. Da wird applaudiert für die, die das Land aufrechterhalten. Für die Krankenschwestern, die Ärzte, die Apothekerinnen, für die Müllmänner, die Polizisten. Für alle wird applaudiert. Und natürlich für die Supermarktmitarbeiterinnen, ganz wichtig. Das ist eine Imagewandlung, die mitmachen, die ist faszinierend, finde ich. Früher waren die ja maximal im Wahlkampf aktiv, also immer erwähnt worden, neben dem kleinen Mann von der Straße, die alleinerziehende Supermarktkassierin. Jetzt ist das ein Imagewandel, das wird ein Traumberuf in ein paar Jahren. Also da ist die Frage, was willst du mal werden, wo siehst du dich? Nicht am Laufsteg in Paris, sondern vor dem Laufband in Herneuss. Das ist... Ich erwarte ein Disney-Musical demnächst, der König der Klopapierrollen. Oder zumindest eine Umdichtung von Fähndrich, seinem I am from Austria, für Supermarktmitarbeiterinnen. Ja. Die lange Zeit ist jetzt vorüber, du sperrst jetzt schon um 7 zu. Es spukt da keiner zu dir drüber, da steht jetzt ein Plexiglas davor. Also, Sie wissen, was ich meine, ich muss das nicht weiter ausführen. Wobei natürlich dieses Lied schon auch viel mitgemacht hat in den letzten Tagen in Österreich. Also der Grund war ganz lustig. Also es haben Polizistinnen und Polizisten als Dank dafür, dass die Menschen daheim bleiben, sich gedacht, ha, wir könnten was Lustiges machen und haben gespielt I am from Austria über die Lautsprecher von ein paar Polizeiautos. Und das haben die Leute total super gefunden, haben Videos gemacht und gesagt, wow, schau, die Polizei spielt I am from Austria. Daraufhin hat man bei der Wiener Polizei beschlossen, wow, die haben uns lieb, das kennen wir so gar nicht, das machen wir jetzt jeden Tag. Also der Polizeipräsident hat gesagt, um 18 Uhr spielen alle I am from Austria aus allen Autos raus. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben viel. Und haben sich dann eh die Leute wieder aufgeregt und gesagt, ja, das geht nicht, weil es sind nicht alle von Austria. Und überhaupt die Rapidler haben gesagt, Austria wollen sie überhaupt nicht haben und so. Also ja, es wurde aufgeregt. Es war auch vielleicht das falsche Lied. Man hätte nehmen sollen, hey, I'm going to Ibiza oder so. Dann hätten sich die FPÖler aufgeregt. Oder hört ihr die Regenwürmer husten? Auch schlecht zu Corona-Zeiten, nicht? Oder? Viele haben gesagt, man hätte nehmen sollen Qualtinger und Heller. Bei mir seid ihr alle im Arsch daheim. Wie man es macht, macht man es falsch. Jetzt stimmt schon, es hat ein bisschen was Nordkoreanisches, wenn durch leere Straßen plötzlich Polizeiautos verordnet Musik spielen, aber ich habe die Aufregung nicht verstanden, wirklich nicht. Also ich finde das Lied okay und es ist eines der beliebtesten Lieder in Österreich. Wir haben nur vor ein paar Wochen noch ganz andere Dinge von der Polizei diskutiert. Da ist darum gegangen, dass um unser Steuergeld eine Reiterpolizei erschaffen werden sollte oder dass bei einer Demo der Kopf von einem Demonstranten unter einen Autoreifen gelegt worden ist und dann ist das Auto losgefahren. Das waren die Probleme. Da ist mir ein Fähndrich-Lied mit gutem Willen gespielt, 1000-mal lieber. Jo, aber ansonsten ist ein bisschen Routine eingetreten, nicht? Die politische Kommunikation läuft, es passt. Der Kurz macht einen super Job, Anschober daneben auch, sehr, sehr souverän in den Pressekonferenzen.
Beim Kogler bin ich mir nicht so sicher, da kommt es drauf an, wie er drauf ist, nicht wie es ihm erwischt. Beim Kogler erwarte ich demnächst seinen Günther Neukirchner-Moment, wie man sagt, den eingesprungenen Neunkirchner in der politischen Kommunikation. Sie wissen, der, wenn man irgendwas fragt, das ist die nächste depperte Frage. Oder dass der Kogler, wenn er ganz grantig ist und bei einer Corona-Party vorbeikommt, dass er die soziale Distanz mit einer Knackwatschen überwindet und die handbeitelt, die Herrschaften, die da feiern. Erster Kandidat dafür, der Herr Hirschmann aus der Steiermark, ehemaliger Landtagsabgeordneter, der hat mit ein paar Freunden beschlossen, okay, sagen alle, wir sollen daheim bleiben, aber wir machen eine Corona-Party. Und dann haben sie gefeiert und waren ein bisschen laut und haben Musik gespielt und dann haben die Nachbarn das mitgekriegt. Dann ist die Polizei gekommen und wie die gekommen ist, haben sie eingesperrt, haben das Licht angedreht und die Musik abgeschalten und haben den Mundl-Moment gehabt, quasi, es ist keiner daheim. Natürlich sind sie dann entdeckt worden und so. Und der Herr Hirschmann, wie gesagt, Landtagsabgeordneter, Sie können raten, von welcher Partei. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. War er A, von der FPÖ, B, von der FPÖ, C, von der FPÖ oder D, von der FPÖ? Wollen Sie mich anrufen oder? Gratuliere. Ja, er ist es jetzt eh nicht mehr. Er hat dann nämlich gleich nachher als Entschuldigung gesagt, ja, er wird demnächst mehr soziale Arbeiten verrichten, in Zeiten von soziale Kontakte minimieren. Eine super Idee, aber jetzt hat er eh viel Zeit, um darüber nachzudenken, weil er zurückgetreten ist. Ansonsten funktioniert die Kommunikation ganz gut. Bisschen kritisch muss man anmerken, die Kommunikation funktioniert vor allem zu den Hauptgeschäftszeiten gut. Also Montag bis Freitag, da kommunizieren die Chefs. Am Wochenende dürfen die anderen ran und da hat es ein bisschen was mit dem Personal. Also da sind einige davon so humanoide Roboter, die schauen verdammt aus wie Menschen, sind aber aus dieser Edge-Stadler-Kategorie, also Marke Edge-Stadler. Die schauen super aus, haben aber das Problem, sie können nur vorgefertigte Antworten geben und sobald das abweicht davon, wird es problematisch. Es war das Modell Aschbacher in der ZIP 2 zur Lage der Arbeitslosen und das Einzige, was dieser Roboter sagen konnte, war: Wir haben es erwartet und sind vorbereitet. Das war's dann in Wahrheit auch schon. Man hat wirklich Angst gehabt, dass ein Kabel durchbrennt und es aus dem Kopf ausraucht. Ist aber nicht passiert, weil das Interview dann Gott sei Dank rechtzeitig abgebrochen wurde. Apropos Kopf, der Chef vom AMS und seine Leute machen einen verdammt guten Job. Eine Firma, die über Nacht 100.000 Angestellte mehr hat, muss man mal durchreiten. Und nein, da würde keine Pferdereiterstaffel helfen. Was helfen würde? Vielleicht eine flächendeckende Versorgung mit Pferdeleberkässemmeln für die Mitarbeiterinnen beim AMS. Gebracht von einer Polizeistaffel mit I am from Austria von mir aus und von einer Supermarktmitarbeiterin zubereitet. Ja, so hat das Ganze vielleicht einen Sinn. Und eine sinnvolle Überleitung schaffe ich jetzt auch gleich, nämlich kulinarisch. Es kommt ein Mann, der, also kommt nicht, weil er ist ja daheim, ein Mann, der sich kulinarisch auskennt, der sich politisch auskennt. Hier ist der wunderbare Thomas Maurer. Bitteschön. Ja, hallo Gerald, einen wunderschönen guten Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, daheim an den Empfangsgeräten. Wir wissen, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges und die tägliche Rasur ist das erste Opfer des Social Distancing. Ich möchte mich also bei Ihnen in aller Form für das entschuldigen. Ich wollte mich noch mal duschen, frisch föhnen, eincremen, parfümieren. Dann habe ich mir gedacht, für ein Handyvideo auf ORF3, das muss so auch gehen. Trotzdem ist diese kleine, hastig zusammengestoppelte Sendung natürlich nicht ambitionslos. Es ist schon der Plan, über die brennenden Fragen der Gegenwart zu sprechen hier. Deswegen möchte ich mich auch sofort der Causa Prima zuwenden, der Frage, die uns, glaube ich, alle umtreibt wie keine andere in diesen Tagen. Diese SPÖ-Mitgliederbefragung, war die schon oder kommt die noch? Und nur weil es in letzter Zeit immer wieder überall was war, wie am Bruno Kreisky, kann man sich den eigentlich dort zurückwünschen, auch wieder? Also, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, noch ist nichts entschieden, noch könnt ihr eure Stimme abgeben, euch entscheiden zwischen den klaren Alternativen Pamela Rendi-Wagner auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und zwar geht das noch bis 2. März. Ihr erinnert euch vielleicht, dass
ist das Datum, zu dem nicht nur alle eure Probleme sich in Luft aufgelöst haben hätten sollen, sondern auch die Corona-Ausgangsbeschränkungen. Spoiler, wird's beides so nicht spüren. Auch bei der Liste Kurz, den Älteren unter meinen Zuschauerinnen und Zuschauern vermutlich noch als Österreichische Volkspartei in Erinnerung, tut sich gerade Bahnbrechendes. Sebastian Kurz selbst nämlich ist gerade dabei, das Rollenfach zu wechseln. Ganz offensichtlich hat die Corona-Krise einfach den Zeitpunkt vorverlegt, der für ihn, wie er für alle früh zu Ruhm gekommenen Kinderstars irgendwann einmal unerbittlich kommt, nämlich der Punkt, von dem weg die Karriere nicht mehr einfach von selber rennt, weil man so herzig ist, dass alle sagen, ma, so herzig, ma. Weil sie auf einer Balkanroute sagt, die könnte mir aufbusseln und zusammenfressen. Und dann erfolgt zwangsläufig der schwierige Umstieg ins Charakterdarstellerfach. Das kann gücken, Jodie Foster wäre so ein Beispiel. Bei Macaulay Culkin als Gegenbeispiel, da war es eher eine Tragödie, nur sagen wir es ehrlich. Wer braucht einen ausgewachsenen Kevin? Hm? Bei Sebastian Kurz ist der Ausgang noch nicht ganz klar, aber eins ist klar, nämlich wir werden es erleben, weil wir es ja auch erleben werden müssen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle die menschliche Größe aufbringen, um auch zuzugeben, so schlecht macht er das jetzt gerade nicht. Irgendjemand hat ganz zu Recht irgendwo im Internet formuliert, Sebastian Kurz ist der beste Pressesprecher, den man sich in dieser Situation vorstellen kann, und da muss man ganz ehrlich, ohne Ironie, einräumen, da hätte man es blöder auch erwischen können. Wie zum Beispiel die Ungarn. Viktor Orban hat ja offensichtlich den Plan, obwohl er nicht annähernd so fit ist wie Wladimir Putin und nicht annähernd so attraktiv wie Kim Jong-un, hat trotzdem den Plan, in dieses große internationale Rennen einzusteigen, wer am längsten regieren kann. In Ungarn wurde gerade eine Gesetzesänderung eingebracht, die es dann dem Viktor Orban ermöglichen würde, in Gefahrensituationen ohne Parlament einfach per Dekret zu regieren und zu regieren und zu regieren, bis die Gefahrensituation wieder vorbei ist. Jetzt wissen wir aber, in Ungarn ist die Gefahrensituation nie vorbei, weil auch wenn Corona irgendwann gebändigt ist, dann lauern ja an den ungarischen Grenzen immer noch diese aggressiven fremdländischen Invasorenhorden, die im Auftrag von George Soros den magyarischen Volkskörper zersetzen und vergiften sollen. Und ein verantwortungsvoller Kapitän kann in so einer Situation natürlich das Steuer nicht ohne weiteres wieder aus der Hand legen. Unser Bundeskanzler hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch eindringlich davor gewarnt, man soll sich keinesfalls über Länder wie Ungarn moralisch überlegen fühlen. Allerdings hat er das formuliert, als er noch der geile junge Basti war. Was der ernsthafte, selbstreflektierte Sebastian dazu sagen wird, wo bin ich? Auch schon neugierig. Auch international tut sich einiges. Bleiben wir in Europa. Äußerstes Randl von Europa, Weißrussland. Da hat der Präsident Lukaschenko jetzt sich eingehend mit dem Coronavirus beschäftigt, hat das analysiert und ist zu dem Resultat gelangt, das Coronavirus ist eine Psychose. Also eigentlich nichts, was man nicht mit ein paar ordentlichen Watschen ohne weiteres korrigieren kann. Jetzt hat aber der Herr Lukaschenko auch nur zwei Hände. Deswegen hat er seiner Bevölkerung so als Selbstmedikation angeraten, das Beste gegen Corona ist, mit dem Traktor am Feld arbeiten und, erraten, Wodka. Das ist aber eine Empfehlung der weißrussischen Regierung. Für Österreich möchte ich doch nochmal festhalten, don't try this at home, not even in Ischgl. Während aber die Bevölkerung von Weißrussland zu Recht darauf verweisen kann, wenigstens in einer Diktatur zu leben, muss man doch sagen, die Einwohner von Brasilien zum Beispiel oder den Vereinigten Staaten zum Beispiel oder Großbritannien zum Beispiel haben diese Ausrede in der Form nicht. Vielleicht ist also die Corona-Krise auch eine
günstige Gelegenheit, ein guter Anlass, wieder eine oft um in Vergessenheit geratene Grundregel der Demokratie wieder ins Gedächtnis zu rufen. Du sollst keine Sautrotteln wählen. Thomas Maurer in der Corona-Ausgabe Nummer 2 der Tafelrunde hier in ORF 3. Der Thomas hat ja auch das Problem, unter Anführungszeichen, dass er Kinder hat und die sind jetzt zu Hause. Das ist nicht einfach. Homeoffice für viele klingt einfacher, als es ist, hat aber natürlich auch interessante Möglichkeiten. Ich habe auf Facebook etwas gelesen, was mich erheitert hat. Und es war nicht das Quiz, wenn jemand eine Mutter hat, wie der vierte Sohn heißt. Der heißt wie? Wie, wie? Das ist ein Aussagesatz, kein Fragesatz, da ist die Lösung drinnen, die übersieht man leicht, aber danke, ich brauche das Rätsel nicht mehr in meiner Timeline. Nein, ich habe etwas anderes Schönes gelesen, nämlich, wenn man Homeoffice macht und die Kinder sind da, dann muss man einfach die Geschichten, die die Kinder machen, so erzählen, als ob es ein Kollege gemacht hätte. Und das ist wirklich lustig, wenn man zum Beispiel sagt, oh, die Kollegin ist heute ins Büro gekommen und hat beschlossen, ohne Hose zu arbeiten. Oder die Kollegin hat mich heute gebeten, dass ich ihr den Popo auswisch. Ist schön. Die Kollegin hat heute mit Essen um sich geworfen. Oder der Kollege ist gekommen und hat beschlossen, wir arbeiten heute nicht, sondern wohnen in einem Ufer und bauen uns eine Deckenburg. Das erheitert das Gemüt schon, wenn man es nur erzählt. Genauso wie die Comedy-Hirten, wenn man ihnen zuhört. Ja, schönen guten Abend, liebe Nacht. Da ist der Marcel Koller. Es ist mir schon so langweilig, dass ich überlege, meinen Namen in Marcel Lagerkoller umzubenennen. Und ja, ich kann vielleicht meine Verärgerung jetzt, dass es keinen Fußball mehr gibt, hier über die Kameras nach außen nicht so zeigen. Aber glauben Sie mir eben noch eines, innerlich zerreißt es mich gerade vor Ärgernis, vor Wut. Aber gut, ich bin ja in Basel zu Hause. Basel, ein gutes Stichwort. Vielleicht machen Sie zu Hause ein Basel. Ja, wenn Sie es ganz kompliziert haben wollen, machen Sie vielleicht ein Basel-Basel, also ein Basel über Basel. Also es wird jetzt zu weit führen. Ich sage liebe Grüße, Dankeschön aus der Schweiz. Ja, es ist natürlich ein riesengroßes Abenteuer, ja, jetzt zu Hause. Man lernt, glaube ich, seine Wohnung oder auch die Leute, die drinnen leben, neu kennen. Und Abenteuer ist ein gutes Stichwort. Vielleicht sagt uns der größte Abenteuer aller Zeiten noch auch etwas. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist Reinhold Messner. Ich habe wirklich alle 14.800er bestiegen und ich kann nur sagen, Coronavirus ist trotzdem das größte Abenteuer. Ich habe schon Erkundung in meiner Wohnung gemacht, ich habe einen Biwak aufgebaut, auch in meinem Badezimmer, da übernachte ich. Und ich habe nur einen ganz, ganz großen Tipp für alle, die jetzt dauernd zu Hause sind und ich hoffe, wir sind alle zu Hause, nämlich, dass sie zwischendurch auch lüften und die Fenster aufmachen, denn sonst braucht man künstlichen Sauerstoff, um zu überleben. Und das ist nicht einfach. Ich war immer ein Gegner des künstlichen Sauerstoffs. Ich wollte es immer so schaffen. Jetzt wirklich machen Sie alles, alles Gute. Ihr Reinhold Messner. Ja, und abschließend vielleicht noch einer. Er hat jetzt seine 200. und letzte Sendung gehabt und vielleicht kann er noch etwas sagen. Ja, grüß Gott in Österreich. Grüß Gott benannt. Da ist der Forcher Sepp. Und ich kann das sagen. Jetzt, wo man nicht am Berg raufgehen kann, ist vielleicht die Zeit, dass man sich alle Sendungen vom Klingen in Österreich nachschauen kann. Und 35 Jahre habe ich das gemacht und da ist vielleicht den einen oder anderen was aufgefallen, dass sie zu meinen Musikgruppen, als ob das jetzt die drei Zwillingstöchter waren oder andere Hausmusik, schon immer ein bisschen einen Abstand von 1 Meter oder 1,5 Meter gehalten habe. Aber das hat mit Corona noch nichts zu tun gehabt, sondern einfach von der Weiten ist das Gesangl ein bisschen leichter zu ertragen. Auf das saufe ich heute jetzt gut durch. Viert Gott in Österreich, viert Gott benannt. Ja, Gesangl ist schon ein gutes Stichwort, nämlich für einen kombinierten Kollegen von mir, Herbert Heider. Ich vermisse alle meine Kollegen natürlich, also Peter Meuzi, Rolf Lehmann, also hoffe, es geht Ihnen gut. Liebe Grüße da von meiner Seite hier. Und den Herbert vermisse ich nicht so stark, weil den kann man nämlich, wenn man das Fenster aufmacht, von hierher ab und zu hören, weil er nämlich das mit den Balkonkonzerten sehr, sehr ernst nimmt. Servus, grüß euch. Mein Name ist Reinhard Fenrich und ich habe hier was ganz, ganz Wertvolles, das ihr gerne haben wollt. Aber nur ich habe. Und lieber Coronavirus, eins muss ich dir sagen. Ich habe dich nicht lieb. Weil du kein Herz hast, wie ein Stollwerk. Weil du der Wahnsinn bist für mich, steh nicht auf dich. Weil du kein Herz hast, wie ein Stollwerk. Weil du der Wahnsinn bist für mich, steh nicht auf dich.
I am from Austria. Servus, Onkel Corona. Naja, keine so tollen Zeiten, keine rosigen Zeiten. Das kann man wohl sagen. Naja, man kann einfach nichts mehr so recht mit Vergnügen machen. Gar nichts. Auch nicht in die Natur gehen. Es hilft so zwischendurch, aber es ist immer so ein komisches Aroma, ein virulentes Aroma, was da so vorbei huscht. Bleibt mal lieber daheim. Das kann ich an jeden raten. Nur habe ich den Vorteil, dass mich sehr viele Gäste beehren, die in mir schlummern. Und da habe ich zum Beispiel einen guten Freund, auch aus Tirol. Ja, Herbert, es ist voll lässig. Gary Friedler, besser bekannt als DJ Ötzi. Ja, Corona, was fällt mir da ein? Da fällt mir gar nichts mehr ein. Das ist eine Katastrophe, Mann. Da haut es mir vor lauter Schauer die Eier schon vom Hirn an. Ich meine, da tanzen die Resthadeln auf der Glotzen mit, gell? Und ich treibe das jetzt mit einem Ritualsong, diesen Corona weg. Der Pizza hat keinen Tag, die Pizza hat McDonald's. McDonalds, Alter, darf ich keine Werbung machen, aber ich habe noch einen anderen Freund aus Tirol da. Ah, grüß euch. Ich war jetzt wieder mal. Dahinter Sie haben Sie. Ich habe für euch ein bisschen den Bart wachsen lassen. Lagerkoller, schwarze Haare, aber es macht nichts. Und ich würde sagen, nach dem ganzen Zirkus kommen Sie alle auf, zu mir auf Kitzbeche. Da haben wir ein bisschen Wallfahrten. Ich lauf im Berg auf, es läuft mir nach wie die Schaf. Bäh! 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 Und dann mach ich Sanctus drunter und seid alle wieder gut drauf, ich schwör's euch. Da haut's euch alles raus. Das Herz, die Seele, das Hirn, da bleibt nichts übrig. Rein gar nichts. Ein schneeweißes Brautkleid für dich, liebe Edith, allein. Ja, es ist fürchterlich. Mein Name ist Edith Kling und ich hätte da einen ganz grauslichen Chinesen aus diesem Land der Mitte zu vergeben. Es ist der kleine Virus mit Nachnamen Corona und er hat hier in Europa nichts mehr verloren. Also bitte, 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 bitte rufen Sie mich nicht an und vergessen wir dieses Thema. Was sagst du, Arnie? Absolut, da gebe ich dir recht, Edith. Also immer doch, ich komme auch mal wieder her, bin ein bisschen auf Brautschau. Weil das mit den Weiberleuten ist schwierig in Amerika. Also wenn ich da nur an die Ehe mit meiner Maria, mit der Schreiberin zurückdenke, das war ja Katastrophen. Also der Sex in der Ehe hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Immer diese Angst, dass die Maria bei der Tür einer kommt. Aber ich sage euch eins, auch da gibt's keine Brautschau. Bleibt's daheim, so wie ich das jetzt mache. Das nutzt einfach nichts. In diesem Sinne, hasta la vista, babies. I'll be back. Es wird Zeit zu gehen. Gemeinsam zum Würstelstand. Was lange geschafft ist vorbei, bleibt mir treu. Die Comedy-Hirten in der Tafelrunde Corona-Ausgabe in ORF 3. Wir befinden uns hier über Wien in den Weinbergen, soziale Distanz. Es ist quasi niemand hier in der Gegend und das ist auch gut. Und hier könnten wir ganz gut über Tiere reden, die vielleicht hier mal um und um laufen. Tiere immer wichtig und gute Themen. In der vergangenen Woche wieder mal von Philippa Strache erwähnt. Klarerweise, sie hat schon oft erwähnt den spanischen Straßenköter zu Hause und hat auf Facebook gepostet, Tiere, sie können Liebe übertragen, aber kein Corona. Und es stimmt, Haustiere können kein Corona übertragen, außer es sind Fledermäuse. Aber die hat man bei uns ja eher nicht so. Und Tiergeschichten gab es viele, schöne auch. Also die Schwäne in Venedig, die Delfine in Venedig, wunderbar. Die meisten waren halt falsch. Die betrunkenen Elefanten in Asien auch falsch. Also die Schwäne gibt es seit Jahren in Burano, die Delfine waren irgendwo in Sardinien. Aber das Wasser in Venedig so klar und schön wie schon lange nicht mehr. Eine andere Geschichte, eine Tiergeschichte, die ist wahr,
angeblich, und zwar von Schweinen in England. Denen hat man einen Schrittzähler drauf montiert, weil man schauen wollte, wie viel die Schweindl nochmal dumm rennen. Die haben diesen Schrittzähler verloren und aufgefressen, weil er so gut ausgeschaut hat wahrscheinlich. Und dann haben sie ihn hinten wieder hinausbuxiert und da ist etwas passiert. Durch den Dung ist eine chemische Reaktion entstanden und die Schrittzähler haben zu brennen begonnen und der Schweinestall ist abgebrannt. Die Schweine konnten großteils gerettet werden und man hat dann festgestellt, was man ja eh schon gewusst hat, Schweine sind sehr intelligente Tiere und definitiv intelligenter als Boris Johnson. Und wenn die Geschichte nicht stimmt, dann ist sie zumindest gut erfunden. Was schon stimmt, dass viele Prominente Mini-Schweine als Haustiere haben. Die Lydia Brenner-Kaspar hat das nicht, die hat Kinder, die erledigen das. Die Haustiere braucht die wahrscheinlich gar nicht. Hier ist Lydia Brenner-Kaspar. Ein herzliches Hallo aus dem steirischen Corona-Exil. Die Familie Brenner-Kaspar hat sich abgesetzt ins Ferienhaus und Ferien, das beschreibt unsere Situation relativ schlecht, muss ich sagen. Wir sind jetzt seit einiger Zeit da einkaserniert zu fünft und ich möchte mehrmals täglich in den Wald gehen, laut schreien, aber das darf man gerade nicht, weil da schreckt sich das Rotwild, habe ich gelesen. Und deshalb sind Sie heute mein einziges Ventil für mich, ja. Und ich sage Ihnen, mein Job fehlt mir so. Mir geht es so ab, ich kann es Ihnen überhaupt nicht sagen. Wirklich, weil egal was ich mache, ich kann mich auf den Kopf stellen. Ich kann machen, was ich will hier zu Hause, aber keine Sau klatscht. Ich darf die Zeit so gern mit Menschen verbringen, die mich mögen, aber es ist halt leider nur Familie. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich höre ungefähr so 324.000 Mal am Tag das Wort Mama. Mama. Mama! Die Nackenhaare stellen sich mir auf. Das ist ein wahnsinnig, was die alles brauchen. Was die alles brauchen den ganzen Tag. Ich frage mich, was machen die, wenn ich arbeiten bin? Wie kommen die zurecht, wenn ich Kabarett spiele? Wie findet mein Mann Sachen? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie die leben, wenn ich nicht da bin. Das macht mich fertig, wirklich. Weil ich höre nicht so, Mama. Nein, das höre ich nicht. Ich höre, Mama. Oder wenn ihnen was nicht gelingt, wenn sie es irgendwo anhauen, höre ich so, Mama, es wäre ich schuld daran, dass sie irgendwie anhaut oder nicht hatschen kann. Oder, also es macht mich fertig. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Echt. Ich esse die ganze Zeit. Wirklich, ich esse wie ein Scheunendrescher. Das ist das Einzige, was mich beruhigt. Ja, Alkohol müssen wir ein bisschen sparen. Haben wir nicht so viel. Und nachdem diese Misere doch noch ein Weilchen dauern wird, muss ich sparen. Ja, ich brauche noch einiges für Homeschooling auch und ja, so eine Ausgangssperre macht nicht schöner, sage ich Ihnen. Ja, eine Fieberblase habe ich auch bekommen, da. Das brauchst du ja überhaupt nicht, oder? Überhaupt. Aber vielleicht ist es ja besser, weil wenn der Corona vorbeikommt, sehe ich da, da ist schon einer drauf, bei der geht nichts. So ein bisschen wie in der Dorfdisco damals. Ja. Ah, die Zeiten verändern sich vielleicht doch nicht so arg. Ja. Aber wenn so ein Virus vorbeikommt am Anfang, da denkst du nichts dabei. Nein, denkst du dir nichts dabei, überhaupt nicht. Ich habe mich noch so lustig gemacht über die Leute, die sich aufgeregt haben, gell, und denke mir, Panik. Es gibt ja immer ein paar, die Angst haben vor allem. Und dieser Typ mit diesem Moped, der da eingekauft hat, und der hat so viel eingekauft, dass er umgefallen ist mit seinem Moped. Was ich noch gelacht habe über diesen Typen. Und ein paar Tage später komme ich drauf, dass dieser völlig verrückte Spinner eigentlich ein genialer Visionär ist. Das tut weh als Optimistin. Ja. Und ich war lange Optimistin, aber dann habe ich gesehen, dass die Regierung beginnt, sich ungewohnt schnell zu bewegen. Und dann habe ich gedacht, wenn die einmal schnell sind, dann hat es was. Ja. Und dann habe ich Nudeln gekauft. Ja, ich habe Nudeln gekauft, ich gebe es zu, weil ich hab drei Kinder zu Hause, die momentan im Wachstum sind und die essen, es ist ein Wahnsinn. Und wenn die dann da sitzen und dich anschauen mit ihren drei paar glutäugigen, stechenden, roten, blutunterlaufenden Augen, wie die kleinen Termiten, wollen sie über deine Vorratskammer herfallen und dir gängen die Nudeln aus. Na, also, da willst du nicht dabei sein. Das ist wie eine Mischung aus Zombies und Apokalypse Now, das gibt's da nicht. Ich habe keine Nudeln gekauft aus Angst um meine Kinder, nein. Ich habe Nudeln gekauft aus Angst vor meinen Kindern. So schaut's aus. Aber wir sind in Österreich Gott sei Dank eh ganz gut versorgt und deshalb können wir uns auch konzentrieren auf so Sachen wie Homeschooling.
Homeschooling. Ich weiß ja nicht, ob am Ende Corona mehr Tote fordert oder Homeschooling. Das ist eine sehr spezielle Situation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben ja momentan eine 14-Jährige, eine 9-Jährige und eine 7-Jährige im Bildungsexil. Und die sind schulisch, haben sie doch sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber was sie vereint, ist so der Blick auf uns Eltern, wie sie uns ausschauen, wenn man ihnen was erklärt. Ich meine, da hast du als Lehrer in der Schule schon einen wahnsinnigen Vorteil, weil da sind die Menschen, die du unterrichtest, in aller Regel nicht aus dir rausgekommen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Und wenn ich so da stehe und ihnen dann Sachen erklären will und sie schauen mich an mit einer Todesverachtung und denken sich, Mutter, wie bist du in deinem Leben überhaupt so weit gekommen? Dir schaut der Trottel aus die Augen. So wie du will ich nie werden. Ja. So schauen sie an und für mich ist das ein unglaubliches Impulskontrolle-Training. Wirklich, ich merke da schon, das macht mich fertig, wirklich. Also da krampelt es mir auf. Diese Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs, die waren nicht für die Geburt. Nein, die waren genau für solche Momente. Ja, für Pandemien, für Ausgangssperren und für Homeschooling. Ja. Nein, es ist wirklich, man überlegt sich beim Vögeln oft nicht, was am Ende rauskommt. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet, wirklich nicht. Apropos Vögeln, die Libido, die leidet auch ein bisschen unter der Quarantäne. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Sexualleben kommt momentan an die Dunkelziffer von Doktorspielen auf Ärztekongressen nicht heran. Und ja, so eine Ausgangssperre macht nicht schöner. Aber man soll jetzt wirklich nicht auf Kontakt gehen, gell, weil in einer Zeit, wo schon mehrere Zahnbürsten in einem Zahnputzbecher das moderne russische Roulette sind, ist wahrscheinlich gescheiter, wenn man ein bisschen Abstand hält vom Partner. Und man gewöhnt sich das, finde ich, eh gerade recht schnell ab. Also mein Mann zum Beispiel, der sitzt jetzt immer da mit seiner Jogginghose und lässt sich ein bisschen gehen. Ich meine, ja, er wiegt sich da natürlich jetzt in einer gewissen Sicherheit, weil ich habe eh keine Möglichkeit, mich irgendwie anderweitig umzuschauen und deshalb lässt er sich ein bisschen gehen. Und dann sitzt sie so da und ich meine, ich habe auch eine Jogginghose an. Ja, ich meine, nein, aber nicht wegen mir. Also ich brauche das überhaupt nicht. Jogginghosen, das ist überhaupt nicht meins. Ich ziehe meine Jogginghosen nur wegen ihm an, damit er nicht allein so schier ist auf der Couch. Ja, und dann sitzen wir da und fressen in uns rein, werden sie kündlich schierer und blader und man hat jetzt so viel Zeit zum Hinschauen. Ja? Und dann schaue ich ihn oft an und frage mich, ob ich mir in meinem Leben nicht doch noch was Besseres verdient hätte. Ja. Ja, das ist nur ein ganz kurzer Moment, wo ich mir das denke, aber ja, aber dann denke ich mir wieder, wenn wir uns jetzt herausdenken aus unserer Beziehung und uns umschauen am freien Markt, ich meine, da gibt es ja höchstens was in der Kategorie 2 Drittbesitz mit Alimentationsverpflichtung. Ja. Und im schlimmsten Fall bringt das einen tiergenetisch völlig fremden Baumgarten jedes zweite Wochenende in der Wohnung und seine und deine Kinder hassen sie und er und mich. Und die Katz, die hast du uns, wenn wir es weggeben müssen, weil er so allergisch ist. Na, geht der Scheiße schon drauf. Nein. Und außerdem, so fremde Kinder mähen. Tut mir mit den eigenen oft schon so schwer. Ja. Na, ich denke mir oft, wenn ich mit meinen Kindern nicht verwandt war, ich glaube, ich darf mir es nicht einmal übers Wochenende nehmen. Nein. Und da denke ich mir, es gibt keinen Fremdmarkt in unserem Alter. Es gibt eine Restplatzbörse. Ja, eine Restplatzbörse. Und ja, da bleibe ich lieber bei meinem Jogginghosenhengst am Ende. Bleibe ich bei ihm. Ja, die Liebe ist kompliziert. Das muss man sagen. Sie verändert sich im Laufe der Zeit und mit den äußeren Umständen. Gell? Gerade in Zeiten von Corona jetzt ändert sie sich total. Und es ist in diesen Zeiten noch mehr ein Dienst am Ehepartner in einer langjährigen Beziehung, wenn man ihn in Ruhe lässt. Wenn ich in dieser Einsamkeit jetzt gerade so drüber nachdenke, wen ich alle abschmusen möchte, dann sind es noch ganz andere Leute als vor 14 Tagen. Man sagt ja, umarme deinen Feind, gell? Und diese Redewendung kriegt in Zeiten von Corona gleich eine ganz andere Bedeutung. Dankeschön. Schönen Abend. Lydia Brenner-Kasper hier in der Tafelrunde in ORF 3. Es ist Zeit, dass wir uns entschuldigen, und zwar bei der Maria Rauch-Kallert. Können Sie sich erinnern, die hat seinerzeit Grippemasken gekauft? Ich glaube, es war bei der Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, wo auch immer. Was haben wir gelacht, wie sie die gekauft hat, weil es keiner braucht hat? Jetzt erweisen die uns wirklich gute Dienste.
in diesem Sinne, ja, war nicht okay, dass wir uns darüber lustig gemacht haben. Was aber nicht heißen soll, dass wir nicht trotzdem Scherze machen und was nicht heißen soll, dass alle Verstrickungen von ihrem ehemaligen Mann Mensdorf-Pouilly in Ordnung waren. Nicht, aber die Grippemasken jetzt im Nachhinein waren eine gute Idee. Weiß man ja oft erst nachher, ob was eine gute Idee oder eine schlechte war. Also, dass der Ärztekongress da am Arlberg nicht abgesagt worden ist, obwohl in Wien ein Ärztekongress mit 30.000 Ärzten schon abgesagt wurde, wahrscheinlich keine so gute Idee. Dass jetzt Schnaps auf Willhaben teurer verkauft wird, weil er als Desinfektionsmittel angeboten wird, also ob das eine gute Idee ist. Keine gute Idee, glaube ich, war es, von einem Après-Ski-DJ in Ischgl einen Hit zu schreiben, ich habe Ischgl überlebt. Eine gute Idee war es in jedem Fall, dass die Gebrüder Moppet heute bei uns sind. Hier sind die beiden, die Gebrüder Moppet. Werdet ihr es vielleicht eh schon gehört haben? Es ist jetzt gerade das mit diesem Corona, ne? Also Virus und so. Oder wie wir auch gerne lässig sagen, das Arschloch. Mein Bruder, na, bringt das schön auf den Punkt. Aber ich meine, schauen Sie nach dem doch einmal an. Der erkennt doch den Ernst der Lage nicht. Tut sich ein Geschirrtüchel vors Gesicht. Ich meine, rein optisch okay, hat auch sein Gutes. Aber was macht er? Geht er jetzt auf einen Maskenball als Arafat? Nein, das ist ja verboten jetzt. Und womit? Mit Recht. Gestatten, Gebrüder Moped. Na, ist das arg? Ist das alles arg da draußen? Mein extra die Ansapanier anzogen. Für ein ORF. Und wir alle sind wir betroffen. Wirklich alle. Sogar bei der Angela Merkel haben sich diese Coronaviren ja schon gedacht. Wir schaffen das. Es ist alles so anders. Alles. Und alles hat zu. Nichts hat offen. Außer der Supermarkt und die Apotheken. Ich meine, was machst du da? Blatt werden und drogensüchtig? Das schaffe ich ohne Coronavirus auch. Ich meine, sind wir uns ehrlich. Die einzigen, die doch immer schon gewusst haben, was am besten hilft gegen diese ganzen Ansteckungen, das sind doch die von der Familie Putz. Sperren sie ein in ein leeres Möbelhaus, kreuen nicht mehr raus und zum Zeitvertreib veröffentlichen sie ein paar virale Videos. Gut, die psychischen Langzeitfolgen von so einem Cocooning-Versuch siehst du halt auch gerade bei denen sehr eindeutig. Ich sage ihnen, das wird alles nichts mehr. Das wird alles nichts mehr. Es wird alles zusammenbrechen. Was haben wir denn jetzt von dem ganzen vereinten Europa? Nichts. Einen Kollaps haben wir. Jetzt setzen sie Schengen vielleicht auch noch außer Kraft. Entsetzlich. Grenzen dicht. Slowenien, Tschechien, Ungarn, alles weg. Wie komme ich jetzt bitte zu Chick, Bleikristall und zu meinem Zahnarzt? Und mein Bruder, was macht der? Der macht auch noch Familie Putz und dreht irgendwelche komischen Filme. Wir bügeln uns eine Falte. Dazu. Bei einer NGO sitzt der jetzt herum und bastelt was. NGO, kennen Sie ja nicht? Das sind die, die sich normalerweise um die Asylanten kümmern. Weil denen ja daheim angeblich Folter, so. Stichwort gesunde Watschen und Ermordung drohen. Ich meine, sterben müssen wir schließlich alle. Wollen die zu uns, damit sie dann auch noch ordentlich abcashen. Und bei so etwas hilft mein Bruder mit. Sie wissen ja, wie das geht. Schon wenn sie ankommen, kümmert er sich darum, dass diese Asylanten zur Begrüßung kriegen einen Sportwagen, ein paar Vorstadtvillen, ein Edelpenthaus, kofferweise Markenkleidung und ein lebenslanges Kaviar-Abonnement. Das Gute aber, wenn Sie sich immer schon gefragt haben, wie diese Leute von einer NGO eigentlich in Wirklichkeit ausschauen, ich sag's Ihnen, so. Nur jetzt haben Sie keine Zeit für sowas, nicht? Weil jetzt müssen Sie ja basteln dort. Und was? Eine Mundschutzmaske, wie Sie die Welt noch nicht gesehen haben. Die Welt hat auch ihr Gutes. Ja, und die ist noch dazu selber gemacht, weil die schützt nämlich andere. Schützt andere? Ey, mit der kannst du eine Bank überfallen und der Kassier geht einverlochen. Da kannst du dann gemütlich den Safe ausrahmen. Auf jeden Fall
wollen wir uns heute so eine Mundschutzmaske selber nähen. Und ich zeige euch, wie das geht. Verstehe, er will uns schützen. Na, hoffentlich vor ihm selber, indem er sich die Backen zunäht. Was brauchen wir? Ein Stück Baumwollstoff. Zum Beispiel den. Der ist super schön. Ja, wenn ich mir die Mundschutzmasken über die Augen ziehe. Und zwar ein Stück, das ist 25 cm mal 25 cm. Man kann ja Quadrat sagen. Schneiden, 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 schneiden. Ja. Wenn ihr euch schwer tut beim Schneiden, fragt doch ein Kind, dass es euch dabei behilflich ist. Na, wirklich schade um den Stoff, dass er kein Kind dabei gehabt hat. Jetzt geht's ans Bügeln. Wir müssen den Stoff irgendwie glatt kriegen. Das könnte man jetzt natürlich auch machen mit einer dieser Milliarden gehamsterten Klopapierrollen, dass man den Stoff auswalkt. Aber ich mach's lieber mit dem Bügeleisen. Und Falte bügeln. Und zwar so, wie man mag. Das ist super, da redet dann niemand dazwischen. Schade, dabei hätte das so gut passt. Die nachfolgenden Bilder sind für Zuschauer unter 16 Promille nicht geeignet. Die ist aber schon genäht, das habe ich bereits vorbereitet. Das ist ja ein bisschen wie beim Fernsehkoch. Ja, Andi und Alex gleichzeitig. Wie schauen Sie sich das geschaut an? Allah ist der nicht. Ist das nicht super? Meine erste selbstgenähte Mundschutzmaske. Wer kann das schon von sich sagen? Und war es schwer? Nein. Jetzt darf ich mal einen hinter die Binde kippen. Daher kommt das nämlich natürlich. Ihr habt jetzt sicher total große Lust, euch selber auch so eine Mundschutzmaske zu nähen. Für euch, für eure Liebsten oder aber auch für andere. Wer kennt sie da? Guter Zweck! Als hätte ich nicht schon selber genug Sorgen. Jetzt fangen die wieder an mit den ganzen Spendensachen. Mir schenkt ja auch niemand was. Nachbar in Not, war ich das schon her? Mein Nachbar, der singt jetzt jeden Abend um 6 Uhr Andreas Gabalier aus dem Fenster. Ich meine, der Nachbar in Not, das bin ich. Oder aber auch für andere. Wir können ja dann noch mehr Mundschutzmasken nähen, weil das macht süchtig, ich sage euch das. Und das müssen ja nicht immer nur Kinder aus Bangladesch nähen. Na super, sehr sozial. Jetzt nimmt er denen auch noch die Arbeit weg. Wenn ihr dann aber welche überhaupt, kann ich euch sagen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerade ganz, ganz dringend viel brauchen. Zum Beispiel da im Haus Jaro. Da leben ein Haufen arme, kranke, alte, obdachlose Leute. Arme Leute, was soll das? Nicht? Wir müssen jetzt an die Reichen denken. Ja, was die gerade alles verlieren, die trifft's doch am allerschlimmsten. Außerdem gibt's ja viel weniger Reiche als Arme. Die Reichen sind eine Minderheit. Ja, und wir leben immer noch in einer Demokratie. Und Demokratie heißt Minderheitenschutz. Masken für Magnaten, so müsste das heißen. Um die wird sie gekümmert auf der einen Seite, da gibt es aber natürlich wahnsinnigen Mangel. Wenn ihr Masken habt, her damit. Ja, und uns wieder alles wegnehmen. Ich distanziere mich ausdrücklich von meinem Bruder. Bei dem fällt mir das mit dem Social Distancing wirklich nicht schwer. Macht's das bitte. Danke. Ciao. Die Gebrüder Moppet hier in der Tafelrunde in ORF 3. Und Corona hat schon einiges bewirkt, bringt uns familiär näher zusammen, trennt uns aber von allen anderen. Auch in den Nachrichtenredaktionen wird umgeschachtelt. Im ORF gibt es jetzt zum Beispiel einen 2-Wochen-Rhythmus, wo die Nachrichtenmenschen in Quarantäne wohnen, dort gar nicht mehr rauskommen und dann wieder ausgetauscht werden. Also eine Corona-WG sozusagen von Armin Wolf, Tarek Leitner und wie sie alle heißen. Ich stelle mir das furchtbar vor. Also nicht, weil ich die Leute nicht mag, aber was machst du, wenn es da dann Fahrt ist? Da tust du mal Trivial Pursuit spielen oder Stadtland Fluss. Die wissen alles. Trivial Pursuit, jede Frage sofort beantwortet. Stadtland Fluss, Staatschef, Krankheit, alles. Du bist bei X, bevor ich anfange zum Schreiben, sind die schon fertig. Da könnte ich mich nicht entspannen. Dann schon lieber das Wohnmobil, das hops genommen worden ist vor kurzem. Ein Wohnmobil, in das eine Tonne Marihuana eingebaut war. Das ist was zum Entspannen, oder? Und dabei noch ein Tipp aus dem Internet, habe ich zugeschickt bekommen, muss man unbedingt teilen. In Zeiten wie diesen, die lustige Zigarette nicht im Kreis geben. Wegen Ansteckungsgefahr und so.
Geht aber eh nicht, weil man ist ja eh nur im familiären Kreis. Und zum Beispiel nach Deutschland würde ich gar nicht rüberkommen zum Severin Gröbner. Corona, Corona, bitte bleib weg von mir. Corona, Corona. Ja, Corona, ich mache auch nur noch Corona, bitte. Aber nicht nur musikalische, ich kann es auch theatralisch. Shakespeare, Julius Caesar, Rede des Mark Anton, 2020 nach Christus. Doch das Virus ist gefährlich und darum bleiben wir jetzt daheim. Corona überall. Ich glaube, die Türkisen sind mittlerweile ein bisschen angefressen auf Corona, weil sie sich sagen, Corona, das ist jetzt mal wirklich Message Control. Und es ist ja auch erstaunlich, was man alles wegen Corona nicht mehr mitbekommt. Erinnern Sie sich zum Beispiel, vor ein paar Wochen hat sich der Bundeskanzler Kurz ja noch gefürchtet vor Netzwerken in der Justiz, ja, vor sinisteren Staatsanwälten, die im Gegensatz zu ihm ihr Studium abgeschlossen haben. Und zwar bei Lord Voldemort. Nein, nein. Man muss auch fair sein, er macht das im Moment sehr gut, der Herr Bundeskanzler Kurz, ja, wie er diese Krise moderiert, wie er das alles erklärt. Ja, also ein richtiger Erklärbär geworden. Ich tippe auf Koala, wegen die, Sie wissen schon. Insofern muss man sich auch um seine Zukunft keine großen Sorgen machen, wenn der einmal nicht mehr Bundeskanzler sein will oder Bundeskanzler sein kann. Übernimmt einfach den Job von Peter Vilsmaier. Aber damit kann ich ja meine Kollegen in Deutschland immer sehr erheitern, wenn ich ihnen erzähle, dass der bekannteste österreichische Politologe ausgerechnet Vilsmaier heißt. Da sagen sie mal, na klar, Transparenzhuber geht ja nicht. Ne? In diesem Zusammenhang tät mich auch interessieren, wie heißt eigentlich der bekannteste Politologe Tirols? Bergbahner? Hüttengauder? Nein. Keine Namenswitze bitte, mag ich persönlich auch nicht. Dann schauen Sie, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, mache unfeine Witze und heiße Gröbner. Nein, 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 nein. Apropos Deutschland aber, hier in Frankfurt steht ja auch die EZB, die Europäische Zentralbank, also jenes Gebäude, wo das ganze Geld gedruckt wird, was die Regierungen demnächst ausgeben werden. Nicht? Nur um dann zu sagen, wir lassen uns von der EU nichts vorschreiben. Stimmt, genau. Die lassen nur anschreiben. Ja. Hier in Deutschland herrscht jetzt auch Mindestabstand zwischen Menschen von 1,5 Metern. Oder wie Reichsbürger sagen würden, zwei Hitlergrüße entfernt. Und die deutsche Bundeskanzlerin selbst muss auch in Quarantäne. Und zwar ausgerechnet jetzt. Ja, jetzt. Wo die Lindenstraße bald eingestellt wird. Aber vielleicht macht die Frau Bundeskanzlerin selber jetzt einen Videoblog, Angie allein zu Hause. Man weiß es nicht. Apropos allein zu Hause, wovon ich auch schon lange nichts mehr gehört habe, ist ja das DAÖ. Das DAÖ, Sie erinnern sich, HC Strache und die drei Murmeltiere. Einer für alle, alle für einen und einer für sich. Das DAÖ ist ja auch das einzige politische Projekt, das ich kenne, das nach einem Verdauungsgeräusch klingt. Nicht? Ja, wie halt, wenn man in der Prateralm 6 Bier sehr schnell in sich hineingestellt hat, dann macht es auch DAÖ. Also von denen zum Beispiel habe ich schon lang nichts mehr gehört. Stört mich persönlich nicht. Was man wegen Corona auch gut vergessen hat, sind ja die Flüchtlinge. Ja, erinnern Sie sich? Ja, fürchterliche Zustände an der griechisch-türkischen Grenze, auf den griechischen Inseln, Zeltlager, fürchterliche hygienische Bedingungen, Tränengaseinsatz, Rechtsradikale, Truppen, die Menschen verprügeln. Es ist fürchterlich und das verdrängen wir alles sehr, sehr gut. Ja, nicht, dass wir das nicht vorher auch schon gut haben können, aber jetzt haben wir einen guten Grund. Ne? Denn Corona ist gefährlich und darum denkt man nicht daran. Stattdessen denken wir an Klopapier. Warum? Weil wir uns alle ein bisschen anscheißen. Aber ich denke, umso wichtiger ist es, das Positive herauszustellen. Ja? Es hat ja auch was Gutes, wenn man ein paar Sachen nicht mitkriegt. Die Wortmeldungen von Herbert Kickl zum Beispiel. Keine Ahnung. Und sie gehen mir auch nicht ab.
Auch diese Stille, die rund um Menschen herrscht wie Felix Baumgartner. Man könnte glauben, der ist wieder im All. Oder der Eurovision Song Contest ist abgesagt. Ich meine, wenn das keine musikalische Qualitätssteigerung um nahezu 100% ist, weiß ich auch nicht. Wenn jetzt noch der Andreas Gabalier in Pension geht, bin ich fast glücklich. Überhaupt, der Sound ändert sich gerade. Auch von ganz anderen Berufsgruppen, nämlich zum Beispiel von Helden. Helden haben ja bis vor kurzem noch so geklungen wie Superman, so oder wie Batman mit ganz tiefer Stimme. Oder wie Bruce Willis, ich bin so alt für diesen Job. Ja, immer Männer, immer viel Kraft. Heute klingen ja Helden ganz anders. Vor allem, wenn sie vor allem Frauen sind. Und die sagen auch ganz andere Sachen. Die sagen so Sachen wie, guten Tag, piep. Wollen Sie ein Sackerl? Piep. Mit Karte zahlen? Piep. Wollen Sie Punkte sammeln? Piep. Wieder schauen? Piep. Daran sieht man Held und Heldin vor allem ein sehr schlecht bezahlter Job. Was auch erklärt, warum Spider-Man schon seit Jahrzehnten nebenher arbeiten gehen muss. Nämlich beim amerikanischen Cousin von Wolfgang Fellner, glaube ich. Aber vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo man jetzt mal auf den Tisch schauen könnte, eine Gehaltserhöhung fordern. Na ja, jetzt werden wir die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Genau, jetzt. Ja, jetzt werden wir zeigen, den Reichen und Mächtigen und Großkopferten. Genau, jetzt, wo wir nämlich zu Hause bleiben müssen. Mein Homeoffice ist ja jetzt bekannt, aber Home Revolution? Naja, denn das Virus ist gefährlich. Und darum bleiben wir jetzt da. Das war die Tafelrunde Corona-Ausgabe mit Severin Gröbner aus Deutschland. Schöne Grüße raus und schöne Grüße zu Ihnen nach Hause. Bleiben Sie dort, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und bleiben Sie hier in ORF 3. Wir sehen uns wieder nächste Woche.